So, da sind wir wieder. Ich habe auch gesagt, bis gleich. Habt ihr das nicht gemerkt? Lol, nicht? Dann tut's mir leid. Ja, ich habe jetzt hier nur ein paar Sekunden warten müssen. Das ist immerhin der Vorteil von dem, der die Geschichte aufnimmt. Der kann sich nämlich immer direkt, ja, alles einfach am Stück antun oder geben. Die anderen müssen immer einen Tag warten. Aber es wäre auch, glaube ich, zu blöd, wenn ich immer alles hochladen würde. Aber eine Sache hat es vielleicht auch nochmal einen kleinen Vorteil, dass das alles ja in irgendeiner Form ein bisschen vorproduziert ist und vielleicht am Anfang noch nicht die großen Zuschauermassen da sind. Und falls jetzt jemand dazustoßen sollte, dann sind vielleicht schon ein paar Parts raus und ihr musstet auch nur kurze Zeit warten. Von daher ist das nicht immer das ganz große Problem, wenn wir hier mal etwas länger warten müssen. So, warte, ich habe diesen einen Schalter betätigt. Vielleicht hat er ja auch... LOL. Vielleicht hat er ja auch unten was geöffnet. Da war ja auch so eine verschlossene Tür. Dann fahren wir jetzt mal runter. Ja, yeah, I don't know. So, habe ich euch eigentlich schon begrüßt zu Teil 4? Zu Part 4? Ich weiß es gar nicht. Ich mache am besten jetzt mal ganz schnell nach. Eine Minute später ist zwar ein bisschen blöd, aber komm, was soll's. Besser spät als nie. Herzlich willkommen zu Part 4. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch gerade schon begrüßt habe, aber falls nicht, dann habe ich es jetzt nachgeholt. So, genau. Wir müssen jetzt nämlich gucken, ob wir noch die restlichen 49? Ach, ich bin mir gar nicht sicher. Ob wir die nächsten 49 Modukons noch irgendwie retten können. Heute ist der Kantine. Ach, heute in der Kantine der feinsten Blablabla mit Kraftbier. Ach, ist hier nicht eine Treppe? Hallo? Wie kommt man denn hier weiter, verdammte Axt? Ich will die Leute nicht im Stich lassen. Hier warten noch so viele Modukons auf ihre Rettung. Vielleicht kann ich die Bomben ja in irgendeiner Form mal nutzen. Um, hier die Tür aufzusprengen oder sowas. So, nö, hat im Moment noch nichts gebracht. Sonst irgendein welche... nützlichen Orte, die ich hier vielleicht bereisen kann. Oh Mann. Hey. Warte, ich schau mal ganz kurz. Ich muss auch gerade ein bisschen überlegen, wie ich denn hier jetzt weiterkomme am sinnvollsten. Ich muss hier nochmal hoch. Unten ist anscheinend überhaupt nichts. Das ist schon mal clear. Aber wisst ihr, was ich euch nochmal so erzählen kann? Kleiner Funfact am Rande, der auch eigentlich nur mich betrifft. Ich habe mir gerade Pizza bestellt, das heißt, es könnte vielleicht gleich klingeln und dann muss ich hier euch alleine sitzen lassen. Dann werde ich mir in dieser Zeit mir meine wohlverdiente Pizza gönnen. Diese habe ich mir nämlich einfach schön mal bestellt. Und ich freue mich darauf, sie wird nämlich geliefert und ich habe es bei, oh Gott, ich mache lieber keine Werbung, bei einem Lieferanten-Service, aua, bestellt. Und werde dort dann quasi ohne großartig was tun zu müssen, beliefert. Ist dann teilweise, glaube ich, sogar geschnitten, sogar die Pizza. Och, ich freue mich. Dann habe ich mir verdient, oder? So. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich glaube, ich werde auch dann gleich, wenn es wirklich nicht anders geht, ich muss jetzt hier nicht unbedingt zwei Parts total unwissend rumlaufen, erstmal für mich alleine gucken gehen, vielleicht ja genauer hinschauen, was ich vielleicht übersehen haben könnte und dann gegebenenfalls nochmal einschalten. Und dann würden wir... ja, weiterkommen. Ja, hier ist alles zu. Also ich weiß nicht, was ich hier noch großartig machen kann. Steht da irgendwas drauf? Da ist, wenn überhaupt, ein bisschen Blut, ne?
Nee, das bringt auch nichts. Ja, komm. Dann werde ich jetzt an der Stelle, wo wir nochmal ankommen, aus diesem Gerät hier rauskommen, einen kleinen Cut machen. Und dann sehen wir uns auch bald hoffentlich wieder. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht eine halbe Stunde rumsuchen. Und ja, dann hoffentlich mit einer Lösung. Bis dann. So, da bin ich wieder, liebe Freunde. Es ist kaum zu glauben, aber wahr. Ich habe die vermeintliche Lösung gefunden. Was heißt die vermeintliche Lösung? Es ist ganz klar eigentlich ganz einfach gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon seht. Seht ihr jetzt schon was? Seht ihr was? Was könntet ihr jetzt hier sehen? Ich habe es gerade nur so ganz, ganz vage noch im Kopf gehabt, dass es irgendwo einen Geheimgang gab. Und ich bin jetzt hier überall rumgelaufen, habe überall die Augen offen gehalten, wo vielleicht irgendwo eine Tür sein könnte, die ich vielleicht übersehen hatte. Und was sehe ich hier, wenn ich hier angelaufen komme? Das sieht so aus, als wäre das eine Falltür. Und es ist auch eine Falltür. Schaut euch das an. Meine Güte. Also ehrlich gesagt, da muss man erstmal drauf kommen. Aber es hat ja auch eigentlich nur eine halbe Stunde gedauert, hier rumzulaufen. Oioioioioi. Aber gut. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Das hätte ich euch nicht antun können, nochmal zwei Parts zu euch anzutun, um genau diese Geschichte hier zu finden. So. Genau. Da werf die Geschichte mal drauf. Dann kann ich hoch, nämlich hier anfangen, die Viecher zu töten. Boah, Alter, wie viele sind denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Help me now! Ich bring mich einfach mal um hier, so bumm. Genau, und dann muss ich nämlich hier auch nochmal ganz schnell die Geschichte zerstören. Oh Mann. Wow. Manche habe ich noch nicht so ganz raus, wie man wirft. So. Let's go. So, 29 Stück. Jetzt müssen wir nicht mehr so ganz viel machen. Und wir können hier schon wieder hoch. Auf jeden Fall ist das so eine Sache. Diese scheiß Tür, die habe ich echt Ewigkeiten gesucht. Und wahrscheinlich haben wir hier noch weitere Sachen, aber das ist jetzt eine Sache, die ich gefunden habe. Aber zumindest ist es schon mal eine Geschichte, worauf wir achten sollten. Ob hier auf dem Boden vielleicht noch irgendwas ist, vielleicht dann auch irgendwelchen Schatten oder sowas versteckt. Man weiß ja nie. So. Habe ich noch Bomben? Hier könnte ich vielleicht auch mal nachgucken, ob wir vielleicht was haben. Oh mein... Lol. So, Moment. Ich springe mal runter. Ja, da ist nämlich schon die nächste Tür. Es ist ja Wahnsinn. Ich laufe echt zurück und fall jetzt, sehe jetzt hier jede Tür plötzlich. Aber man muss natürlich auch erstmal ja, ein Auge dafür entwickeln. Dass man hier sofort am Anfang schon eine Tür hat, das hätte ich echt nicht erwartet. Ach lol, jetzt bin ich da runtergefallen und dann in die Minen. Ja lol. Habe ich noch welche? Ich hoffe mal schon. Ja, ja. Hat das mir eigentlich Leben gekostet? Nö. So, hier nochmal die gleiche Geschichte. So, da bin ich wieder. Ich war gerade ganz kurz weg. Die Tür hat geläutet und die Pizza ist gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gesagt habe, dass ich mir eine Pizza bestellt habe. Die ist zumindest jetzt gekommen und daher musste ich eben mal ganz kurz pausieren.
hoch. Ich wollte jetzt hier gar nicht runter. Genau, hier hoch. 29 Ausbrecher haben wir. Alter, jetzt bitte nochmal mit Konzentration hier. Ich komme hier gerade nicht mehr ins Spiel rein. So. Also ich komme schon, ich bin schon im Spiel drin. Nur ich bin gerade verwirrt und mache hier Fehler, die eigentlich normalerweise mir nicht passieren würden. Siehst du, die Geschichten meine ich hier beispielsweise, dass ich hier einfach mal daneben springe, statt hier mal vernünftig zu spielen. So. Aber ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe eine Stunde Pause jetzt gemacht. Yo. Ich habe eine Stunde Pause gemacht und habe eine Serie geguckt. Das ist eine Serie Better Call Saul, würde ich sagen. Und da sie gerade halt auch noch rauskam, dachte ich, komm, ich gebe mir die jetzt einfach mal kurz. Währenddessen ich meine Pizza verspeise. So, hier kann man, glaube ich, erstmal nichts machen. Nö. Also ich bin echt gespannt, was hier noch auf uns warten wird. Ich habe jetzt diese zwei Türen gesehen. Ich wollte ja eigentlich nur zurücklaufen vom ganzen Anfang nochmal. Und dann wirklich auf alles achten, was ich hier finde. Und das habe ich ganz erst übersehen, dass diese Bomben hier auch noch so eine Falltür innehaben. Und hab dann nur diese eine gefunden. Die ist gar nicht mal so schlecht gewesen, denn ich musste ja eigentlich auch noch die Bomben haben. So, hier, wenn ich den aktiviere, werden hier wahrscheinlich die Sachen rausgehen. Also. Lol. Jetzt muss ich mich selbst eben kurz umbringen. Ich wollte nicht alle begrüßen. Ich wollte eigentlich nur die beiden hier begrüßen. So, runter. So, jetzt folgt mir mal eben. Kommt hier, springt hier mit runter. Okay, so. Dann wartet hier bei ihm kurz, ja? So, genau. Dann werde ich nämlich jetzt hier hochklettern. Aber wie mache ich das denn? Moment mal. Ach so, das ist gar nicht die Geschichte. Dann ist wahrscheinlich der da unten dafür da, um diesen Stromkram zu beenden. Ah, lol. Oh Mann, warte mal, da müsste ich jetzt ja sagen, also alle begrüßen. Jetzt muss ich sagen, quasi follow me. Hier folgen sie mir jetzt alle. Kann ich die erstmal wegschicken? Okay, super. Das heißt, ich muss jetzt die eigentlich nur erstmal kurz nach da schicken. Lol, die lachen mich ja aus. So, kann ich denn hier? Wenn ich das jetzt betätige, werde ich auf jeden Fall ein paar töten. Warte, wenn ich jetzt einfach sage, stay. Nee, was sage ich denn jetzt? Hi. Hello. Follow me. Wait. Okay. Yeah, sure. Jetzt warten sie ja alle. Das finde ich aber nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich hier durchkomme, ohne mich halt wieder umzubringen. Aber wahrscheinlich schon. Nicht genau dann, wenn es runter ist. Ach, okay, das war ein bisschen zu früh. Das Problem ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt hier noch habe. Hm.
Ich glaube, ich muss euch leider jetzt schon verabschieden. Ich denke mal, es ist jetzt gerade die Zeit eingetroffen, dass die Zeit quasi abgelaufen ist. Ich habe die Uhr jetzt leider nicht vor mir stehen, aber ich habe einfach mal so das Gefühl, dass jetzt die letzten 4 Minuten abgelaufen sind. Ja, war ja viel hin und her in dieser Folge. Ich muss ja gucken, wie viel ich jetzt hier schneiden muss und was genau gemacht werden muss, um dorthin zu kommen, wo man auch davor war. Bevor die Pizza kam, bevor wir einen Cut gemacht haben und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!